Ich freue mich, dass wir hier stehen, dass wir eingeladen sind, Ihnen ein paar Dinge zur Studie zu erzählen. Horst Huber hat es heute Morgen schon erwähnt. Er war allerdings etwas zu voreilig und hat schon Ergebnisse angekündigt. Da sind wir noch nicht. Wir möchten heute einen ersten Einblick geben, worum geht es dabei überhaupt. Ja? Bevor wir richtig anfangen, kurze Vorstellung. Ich würde sagen, Thomas, fang du einfach an, dich mal kurz vorzustellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es überhaupt zu tun haben. Ja, mein Name ist Thomas Wehmann. Ich bin unangekündigt jetzt dazugestoßen, bin Kommunikationsberater, habe auch eine eigene Firma in Lüdinghausen und gleichzeitig bin ich Partner der Simio und begleite Jürgen Burger im Rahmen der Ausarbeitung der Studie Print Neu Denken. Wir haben eine lange gemeinsame Historie und die hat uns quasi auch nochmal an der Stelle zusammengeführt. Danke. Mein Name ist Jürgen Burger. Ich bin Gründer von Simio. Bin auch schon sehr, sehr lange in dem Kontext Produktkommunikation PIM, DAM unterwegs und habe mit Simio ein Unternehmen, was zwei Standbeine im Markt hat, auch eine Besonderheit. Auf der einen Seite sehen wir es als unsere Kernaufgabe, Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktkommunikation zu helfen, was natürlich sehr vielfältig sein kann. Gestartet sind wir mit Softwareauswahl. Heute machen wir deutlich mehr, ohne näher darauf einzugehen. Das andere Bein steht im Anbietermarkt. Das heißt, wir analysieren auch Anbieter, um eben zu wissen, was passiert dort, welche Lösungen gibt es, wie entwickeln die sich weiter und was können wir unseren Kunden konkret empfehlen. Wir sind dabei komplett unabhängig und dementsprechend auch unparteiisch mit dem, was wir tun und damit auch prädestiniert dafür, so eine Studie durchzuführen. Print neu denken, worum geht es genau? Der Titel sagt es eigentlich schon. Es geht uns nicht darum, eine Verteidigungsstudie zu erstellen. Also alle kennen die Vokabeln, Print ist tot. Ja, es stirbt schon seit Jahrzehnten, glaube ich, lebt immer noch. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, einen neuen, frischen Blick auf das Thema zu bekommen im heutigen Kontext. So unsere Motivation bei dem Ganzen. Und eine Einordnung in die Kommunikationslandschaft heute. Vor dem Hintergrund sind wir mal von folgender Annahme ausgegangen. Ich möchte gerne Analogie oder zwei Analogien treffen. Wenn ich mir dieses Gerät hier anschaue, es benutze ich seit sehr vielen Jahren. Und ich bin mir ganz sicher, ich tue Dinge damit, die in der Art und Weise, wie ich sie tue, völlig antiquiert sind, weil ich es mal so gelernt habe, weil früher die Funktion so war. Ich bin ganz sicher, es gibt heute Funktionalitäten, die es leichter machen würden. Ich habe eine Gewohnheit damit. Ja, ich habe eine Erfahrung, ich habe eine Gewohnheit. Gleiches gilt im Übrigen auch für Menschen. Ja, ich habe Bekannte, Freunde, Geschäftspartner, die ich schon ewig kenne, die ich irgendwann mal bewusst oder unbewusst eingeordnet habe. Und damit sind sie in der Schublade. Eventuell kommuniziere ich heute mit Menschen, die gar nicht mehr in die Schublade gehören, sondern sich weiterentwickelt haben. Gleiches sehen wir beim Thema Print. Ja, Print hat eine lange Historie. Damit hat jeder Erfahrung. Häufig sind es auch schmerzhafte Erfahrungen. Ja, also schmerzhaft im Sinne von mühsame, lange Katalogerstellungszeiten mit vielen Korrekturrunden. Teuer war es auch noch. All die Dinge, die man dranhaftet, haben viele von uns im Gepäck, im Rucksack mit dabei. Und es prägt den Blick heute. Also, die Ansage, es braucht einen frischen Blick, es braucht einen Reset. Und genau darum geht es in unserer Studie. Das heißt, wir möchten heute schauen, was macht Print denn besonders in diesem ganzen Kommunikationsmix, Multi, Omnichannel, wie auch immer. Es gibt viele Vokabeln dafür. Was unterscheidet Print von anderen Medien? Was macht es besonders? Was sind Vor- und Nachteile? Und wo liegt der ideale Einsatzpunkt? So, von diesen Ideen und von dem, was wir bisher recherchiert haben zum Thema abgeleitet, haben wir eine These entwickelt, die so aussieht. Wir glauben, dass die Kraft von Printpublikationen unterschätzt wird. Und wir glauben, dass eben diese Besonderheit von Print im Sinne der multisensorischen Wahrnehmungen im richtigen Moment innerhalb der Customer Journey deutlich messbare und unterschätzte Potenziale hat. Davon gehen wir erstmal aus. So, jetzt sind wir nicht die
Weisen vom Elfenbeinturm, die diese Idee gleich als Ergebnis publizieren, sondern wir werden sie verifizieren durch eine Online-Befragung, um zu sehen, ob unsere These hält oder nicht. So, an der Stelle, Thomas, möchte ich gerne an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Und gern weiterklicken, wenn ich es oder du klick. Genau. Print neu aufladen, überhaupt Print neu denken, vor dem Hintergrund dieser multisensorischen Potenziale, die Print bietet. Wir sind jetzt nicht die Verfechter, die sagen, wir müssen jetzt unbedingt drucken, aber wir sind überzeugt davon, dass wir, wenn wir die Customer Journey oder die Customer Experience richtig orchestrieren, an gewissen Momenten das die Printpublikation als solche Entscheidungen positiv beeinflussen kann. Das geht hiermit nicht. Was denken Sie denn, was ein Hammer und eine Kiwi gemein haben? Wer hat eine Idee? Schwierige Frage. Und es geht nicht um einen Film. Es geht nicht um einen Film, danke. Genau. Dann mache ich mal die Günther-Jauch-Option. A. Riechen, B. Tasten, C. Hören oder D. Sehen. Multisensorische Wahrnehmung. Im Zweifel alles. Im Zweifel alles. Es gibt aber nur eine Antwortoption. Wir haben keinen Joker, wir haben keine 50-50-Frage. Tasten. Wer sagt Tasten? Super. Wie kommen Sie da drauf? Ja, riechen kann ich am Hammer fast nichts. Schwierig, ja. Sehen Sie beide? Ja. Und Geräusche macht ja Kiwi keiner. Nein. Genau. Also der Tasten tatsächlich, also das, was wir, also mit dem Beispiel Hammer und Kiwi, das sie gemein haben, wir tasten beides, bevor wir es kaufen. Also die Kiwi hat sie die richtige Reife, um sie kaufen zu können. Und der Hammer, der muss einfach gut in der Hand liegen und erst dann kaufe ich ihn. Und das zeigt, das, was ich ertaste und sich gut anfühlt und den Anschein erweckt, das ist glaubhaft und wahr, dem glaube ich dann auch. Also unser Tastsinn ist auch ein Stück weit der Wahrheitssinn, der damit verbunden ist. Und das muss man einfach schauen, wie man das jetzt reflektiert bekommt auf die Printpublikation. Also der Haptikeffekt, das, was sich gut anfühlt, ist auch gut. Das erleben wir vielleicht alle mal zwischendurch. Wenn ich jetzt etwas ein Produkt anfasse oder eben auch eine Publikation anfasse, dann spüre ich damit eine Verbindung. Und daneben gibt es eben weitere Wahrnehmungsaspekte. Also wir haben den Tastsinn auf der einen Seite, wir haben den Geruchssinn. Wer hat es mal erlebt, dass er unterschwellig an einer Broschüre, an einem Katalog gerochen hat? Haben wir das alle mal gemacht? Sind für alle so kleine Schnüffler, die den Eindruck haben, oh, das riecht doch ganz gut. Und da merkt man schon, dass das Papier und der Druckprozess als solcher etwas auslösen und einen angenehmen Effekt auslösen können. Das Hören, das Magnum-Eis, ne, mit einer gewissen Kraft, ich das, diese dicke Schokolade durchbeiße und auf einmal ergeht dann die Vanillecreme auf meiner Zunge. Können wir uns sofort was unter vorstellen, wenn wir dieses Knack hören. Oder den Flop, was ist dieser Flop vom Flaschenöffnen? Flens, ja. Geil, und ich sitze mit der armen Krombacher vor der Kiste und möchte auch den Hebel drücken. Also wir verbinden sofort mit Akustik eben auch eine Marke, ein Erlebnis. Und das Visuelle sowieso. Also wie toll inszeniere ich mein Produkt? Wir haben es heute Morgen bei Horst Huber gesehen. Gut, das war jetzt ein Vergleich zwischen Kacheln und einer emotional aufgeladenen, mittlerweile emotional aufgeladenen einem Lebensmittelbeileger. Ist ja auch noch nicht so lange, dass es so wirkt. Das hat man auch irgendwann geschafft. Aber das zeigt ja, dass wir eben auch über visuellen Eindruck und die Inszenierung eines Produktes, einer Dienstleistung, wie auch immer, eine positive Wahrnehmung auslösen können. Und das möchte ich einmal projizieren auf diesen Kaufentscheidungsprozess. Also wir haben historisch, oder man lebt ein Stück weit auch immer noch, diesen fünfstufigen Kaufentscheidungsprozess bis zur Kaufentscheidung. Und ich brauche eine emotional aufgeladene Ansprache. Das, was vorhin angedeutet wurde, auch heute Morgen, wir überschütten den Kunden ja nicht am Anfang mit 500 Sachmerkmalen, um glücklich zu werden mit der Produktinformation, sondern wir führen ihn langsam über Marke und Produktimage an die Kaufentscheidung heran. Und wir müssen auch immer dafür Sorge tragen, dass wir ihn halten. Und das sind immer wieder emotionale Momente, mit denen ich das adressieren kann.
Und das projiziert auf die Customer Journey, von der wir ja wissen, wir haben ganz, ganz viele Touchpoints und die müssen wir alle irgendwie orchestrieren. Und jetzt doch die Frage, wenn ich weiß, wie stark Multisensorik und diese ganzen Aspekte wirken, dann ist doch die Frage, an welchem Momentum dieser Kaufentscheidungsphase und dieser Customer Journey bringe ich Print und lade damit meinen Adressaten auf. Und das muss eben nicht der 500-Seiten-Katalog sein. Das kann eine Zielgruppenbroschüre sein, die aber eben diese Aspekte mitbringt, die ich brauche. Ein Klanggefühl des Papieres, eine Veredelung, was auch immer es sein kann. Das ist nicht für Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, von Zielgruppe zu Zielgruppe unterschiedlich. Aber ich muss schauen, wo passt das idealerweise hin. Das muss ich natürlich auch meine Kunden kennen. Denn ich muss ja letztendlich in den Kopf dieser Menschen und möchte da meine Botschaften platzieren. Und was haben wir heute? Wir erleben jetzt die zweite Renaissance der CRM-Systeme. Und ich beobachte immer wieder, auch jetzt noch, dass die CRM-Systeme implementiert werden und sie werden immer noch vielfach als Adressverwaltungssysteme genutzt. Und haben wir es wirklich geschafft, das Mindset im Unternehmen zu adressieren? Wir brauchen eine gezieltere Kundenansprache. Wir müssen die Kunden verstehen. Wer hinterfragt es eigentlich? Wer motiviert seinen Vertrieb, sein Marketing, diese Themen zu adressieren und aufzuladen? Wir brauchen eine Faszination für den Kunden, um dann auch wirklich zu wissen, an welcher Stelle, an welchem Punkt, an welchem Momentum lade ich Print in die Customer Journey ein. Und das sind eben Aspekte, die wir gerne hinterfragen würden, auch mit der Studie. Deshalb werben wir eigentlich heute hier schlichtweg für diese Studie, um möglichst viele anzureizen. Wir bekommen auch gleich von Jürgen Burger den Link mitzumachen, um das, was wir glauben, was funktioniert, von dem wir eigentlich auch überzeugt sind, müssen wir aber und wollen wir gerne auf eine fundierte Grundlage stellen. Und neben dem Thema Print und die Veredelungsoptionen eben auch der Aspekt, wie kriege ich diesen Medienkanal, diesen Medienbruch vermieden? Also wie kann ich auch neben den QR-Codes mit Augmented Reality, mit Bilderkennungen ganz neue Wahrnehmungen signalisieren, auch im Beratungsgespräch? Also wie kann ich aus einer Broschüre heraus, einer Produkt-Image-Broschüre heraus, ganz andere Beratungsszenarien aufreißen, indem ich eben solche Technologien mitverwende. Auch wenn das alles Übergangsphasen sind, unglückliche Momente sind, wenn ich mit dem Smartphone irgendwie agieren muss und dann auf die Broschüre halten muss. Das ist keine Lösung für die Perspektive der Zukunft. Aber es sind Möglichkeiten, diese Dinge einfach zu nutzen, experimentell mit umzugehen und zu schauen, wie funktioniert das und wie kann ich das für mein Business nutzen. Irgendwann haben wir die Datenbrille, irgendwann wird das alles angenehmer und einfacher sein. Im Moment müssen wir eben diese Hürden nehmen, um die Erfahrungen zu sammeln. Und letzter Aspekt vielleicht auch noch dabei. Also wir reden ja viel über mittlerweile programmatisches Printing, bedarfsgerechtes Drucken und so weiter. Und auch das sind ja alles Dinge, die ein Stück weit auf das Thema Nachhaltigkeit wieder einzahlen. Viele von Ihnen oder Ihren Kunden sind der EU-Taxonomie verschrieben. Also wir müssen in 2024 die Ökobilanz nachweisen. Und dann braucht es eben irgendeinen Aspekt, eines der Klimaziele, die herausgelobt werden, für die das Unternehmen entscheidet. Und das sind eben auch Aspekte, bedarfsorientiertes Drucken im Sinne von Materialreduzierung, CO2-Konformitäten erreichen, zahlen auf das Klimaziel ein und würden dann eben auch das Thema Ökobilanz positiv beeinflussen. Also das sind nur ein paar Impulse für Sie heute, um die Motivation mitzunehmen, an der Studie sich zu beteiligen, damit wir die Erkenntnisse zu Ihnen ziehen können und entsprechend gemeinsam auswerten. Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Und jetzt Jürgen vielleicht noch. Also das, ja, ein Punkt. Ja, genau. An der Stelle übernehme ich nochmal, um einfach die Rahmenbedingungen klar zu machen. Wer sind die Beteiligten an der Studie? Eingangs schon gesagt, wir sind diejenigen, die sie durchführen dürfen. Der Impuls kam seitens Werk 2 und nicht mit dem Auftrag, dass wir die Werkzeuge von Werk 2 bewerben, sondern dass einfach das Thema Print neu betrachtet wird, weil es uns allen weiterhilft. Unterstützer dabei sind Laudert, Passionate und SDZ Ecom, die uns auch helfen werden, die Online-Befragung zu streuen, damit wir eine möglichst große Grundlage bekommen. So, das Studiendesign, der Ablauf sieht so aus, wie Sie es hier sehen. Wir sind heute am Print Day. Sie sehen, es laufen noch Interviews, qualitative Interviews, die uns einen guten Input geben, schon gegeben haben, um einen Fragebogen zu entwickeln, der Stand heute dann auch in live geht. Ja, Sie können sich ab heute beteiligen. In der Online-Umfrage. Sie können es streuen, gerne weitererzählen, damit wir eine große Grundlage bekommen. Parallel dazu laufen natürlich noch Recherchen.
Und danach geht es dann in die Auswertung und Publikationserstellung. Unser Ziel heißt, Ende Juni damit fertig zu sein und das Ganze veröffentlichen zu können. So. Gibt es noch zwei Folien? Hier zum einen nochmal, mehrfach jetzt strapaziert schon, nehmen Sie teil. Ja, wir oder nutzen Sie jetzt die 5 Minuten und machen mit. Genau. Und dann lasse ich es tatsächlich mal kurz offen. Wir hätten gerne Karten ausgelegt. Ich hatte vergangene Woche ein Problem, was dazu geführt hat, dass die Produktion nicht rechtzeitig geklappt hat. Insofern toll, wenn Sie es gleich abfotografieren. Wir hängen auch noch ein paar QR-Codes aus, dass Sie sich später noch dran beteiligen können. Wunderbar. Und ich möchte Sie gern jetzt auch noch einladen, uns Impulse zu geben. Sie haben gehört, wir haben eine klare These. Wir sind beide auch fasziniert aufgrund unserer Historie, fasziniert vom Thema Print. Wir haben eine These, wir werden sie online überprüfen. Wir freuen uns aber tatsächlich auch, wenn Sie uns noch Impulse geben, was wichtig sein könnte aus Ihrer Sicht, was wir unbedingt berücksichtigen sollten, wenn wir schon dran sind. Oder auch einladen zur kritischen Diskussion dazu. Und auch das natürlich, ja. Also jetzt Ihr Raum, gerne, dass Sie uns ein Feedback geben, dass Sie uns Impulse dazu geben. Hat es keinen Unterschied gemacht, ob wir den Katalog geschickt haben oder nicht. Wir haben uns längere Zeit angeguckt und deswegen im B2B die Frage, erreichen wir die Kunden gerade nicht? Ich glaube, die Differenzierung zwischen B2B und B2C sollte man ein Stück weit relativieren. Ich glaube, wir sind alle Konsumenten in beiden Welten am Ende des Tages. Ich glaube, ja, die Zeit eines großen Kataloges ist sicherlich vorbei in vielen Fällen. Also das merkt man auch in den Erhebungen und auch den Diskussionen, die wir am Markt führen. Aber dennoch gibt es ja, und das glaube ich eben funktioniert auch im B2B-Bereich nach wie vor, Zielgruppenbroschüren, anwendungsbezogene Broschüren, Teilbroschüren, Teilkataloge, die dennoch ein Business anschieben können, die aber ganz klar auf den Kundenbedarf zugeschnitten sind. Also das Gießkannenprinzip, Katalog mit 1000 Seiten und wird nicht mehr funktionieren, funktioniert schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das Bewusstsein muss klar sein. Also gezielte Kommunikation und die emotional aufgeladen, parallel zu all den anderen Dingen, die Sie tun, wird, glaube ich, eine Möglichkeit sein, das nochmal zu hinterfragen. Also ich würde Sie einladen, das nochmal zu prüfen. Wie kann ich mit einer zielgerichteten Printbotschaft vielleicht nochmal eine Aktion auslösen? Machen wir datenbasiert. Wir gucken uns die Kunden an. Was haben die in der Vergangenheit gekauft? Zu welchen Segmenten? Ja. Trotzdem sehe ich das auch bei uns noch aus Schätzung. Es fehlt alles über und dann haben wir einfach weggeschmissen. Ja. Also wirklich einfach nur das Logistische. Sind die im Büro, die Emotionen, die für die B2C keine Frage, aber sind die im Büro, erreiche ich die? Ja, okay. Ja, berechtigte Frage. Also ich glaube, da haben wir tatsächlich alle noch keine echte Antwort. Ich habe heute Morgen mehrfach das Thema Homeoffice als Thema gehabt in Gesprächen. Und ich glaube, wir sind noch in einer Zeit, wo sich das gerade findet, neu findet. Was tatsächlich so bleiben wird, auch eine These, dass eine Zeit zu Hause im Homeoffice zugebracht wird, nicht in der Firma, dass aber auch wieder ein Stück weit ein Trend dahin geht, Menschen, die Kollegen auch zu treffen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass das mit dem Posteingang sich dann an der Stelle auch wieder regelt. Sie hat noch eine Frage. Sorry. Ja, genau, die Frage dahingehend auch zu überlegen, für welche Informationsweitergabe ich den Katalog und sogar die Art des Printproduktes. Ja. Wir haben gerade vorhin den Vortrag von Stiebel Eltron, Sie haben es, glaube ich, kurz noch gesehen. Das ist ja so ein Thema, wenn wir uns alle mit Wärmepumpen beschäftigen, dann will ich mich ja vorher informieren über die Funktion einer Wärmepumpe, über den Wirkungsgrad, über irgendwas. Und ich tue mir echt schwer damit, das an einem Bildschirm zu machen, wo ich scrolle, scrolle, scrolle und nicht zum gewünschten Ergebnis komme, was
wie kriege ich meine Informationen beschafft? Da hat mir einer gesagt, ein Bildschirm ist nicht zum Lesen da, genauso wenig wie ein Aquarium zum Schwimmen da ist. Deswegen macht es total Sinn, diese vielen Informationen vielleicht in gedruckten Medien unterzubringen. Also solche Printprodukte, die den Kaufanreiz und Informationsbeschaffung vielleicht verbessern. Vielleicht ist das auch ein Teil, was man mal abfragen kann. Was nutzt mir das? Ist das für mich wirklich sinnvoll, sowas zu haben? Weil ich glaube, den reinen Produktkatalog ist vielleicht im B2B so, ob den wirklich noch einer braucht, ich weiß es nicht. Aber die Kombination aus der Informationsbeschaffung, Informationsweitergabe, dass man den Kaufanreiz schaffen, weil den Vergleich von Preisen, und den finde ich gar nicht woanders, da brauche ich kein gedrucktes. Ja, auf der einen Seite, glaube ich, ist das vollkommen richtig. Auf der anderen Seite denke ich eben auch genau an dem Punkt, funktioniert vielleicht auch Augmented Reality, wo ich tatsächlich Zusatzinformationen über das Printmedium dann auch auf mein Smartphone, auf mein Mobile-Device projizieren kann. Und ich denke eben auch, dass es eine gute Verkaufshilfe sein kann, also für den Vertriebsmitarbeiter vor Ort, der mit der Printpublikation einen Dialog wesentlich oder gewohnter führen kann, als es vielleicht mit dem Smartphone oder dem Tablet der Fall wäre. Und ich lasse etwas da. Ich lasse diese Broschüre, diese Printbroschüre da, die dann eben genau diese multisensorischen Aspekte wieder anspricht, die wir vorhin kurz skizziert haben. Ich fand diesen Aspekt interessant, auch mit dem CRM-System. Man merkt sich, was haben die Kunden gekauft. Jetzt ist es ja aber so, wenn ich mir jetzt eine Wärmepumpe gekauft habe, vielleicht in 2 Jahren, dann brauche ich nicht anschließend ständig Werbung über Wärmepumpe. Jetzt habe ich sie. Das heißt, das CRM-System oder das, was mich jetzt anspricht, wäre eigentlich, was kann ich denn noch dazu haben? Vielleicht den passenden Wärmepumpen, warmen Wasser. Ich habe keine Ahnung. Oder welche Nachbarn sind es dann? Das muss ja anders kommuniziert werden. Und ich glaube auch, da könnte das Medium doch eine Hilfe schaffen. Und vielleicht noch ein Aspekt, der ist mir auch mal so zu Ohren gekommen, fand ich auch sehr interessant. Wo einer gesagt hat, das Printmedium ist das einzige Medium, was ich benutzen kann ohne Hilfsmittel. Komplett offline. Ich kann es lesen, einfach, ich brauche es alles nicht. Aber für alle anderen Medien brauche ich ein Hilfsmittel. Ich brauche entweder Strom oder ich brauche ein Device oder ich brauche irgendwas. Und das ist das Einzige, was ich so mitgeben kann, was ich dann auch lesen kann. Oder und hat ein hohes... Ich habe eine Frage zur Studie von euch. Inwiefern berücksichtigt ihr das Alter der Teilnehmenden? Wird berücksichtigt, wird abgefragt. Ja. Weil letzten Endes, ich sage jetzt mal, völlig die Jungen wachsen mit dem Smartphone auf, ist alles normal. Und auch da gibt es verschiedene Schichten, also verschiedene Cluster, aber trotzdem ist das sicherlich, wird berücksichtigt, auf jeden Fall. Ist auch also nicht nur das Alter, sondern auch der Fachbereich und die Branche. Also auch die Art der Publikation. Also das wird jetzt interessant zu beobachten sein, dass Rewe gesagt hat, ab 30.06., also 1.07., einen Tag nach ihrer Studie, keine Werbezettel mehr. Ich habe viele ältere Menschen schon gehört, die gesagt haben, den gehen wir da nicht mehr hin. Ich brauche diesen Werbezettel. Dann fahre ich lieber in Edeka, da kann ich mich vorher informieren. Ich sehe immer wieder die Leute, und gerade jetzt, wo wir alle preissensibel sind und auch sicherlich auch ältere Mitmenschen oftmals, denn sehe ich wirklich die Werbezettel einsammeln, die machen sich dann ihre Zettel, was kaufe ich nächste Woche. Das die werden davon inspiriert. Ich glaube nicht, dass sich Rewe damit einen Gefallen tut, aber das wird man sehen. Auch das ist wieder zielgruppenspezifisch zu betrachten. Ja, das ist halt darauf, diese Zielgruppen da so mit drin sind. Ne? Wir haben das jetzt bei Lidl gesehen. Lidl hatte Angst gehabt, sie können keine Prospekte mehr machen. Wegen Papierknappheit. Was macht Lidl? Kauft eine Papierfabrik. Also die haben sich ja irgendwas dabei gedacht. Die wollen also langfristig auf den Druckmarkt setzen. Das hat ja irgendeinen Sinn alles. Ne? Absolut. Sie hat gerade noch eine Frage. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es sehr branchenindividuell ist. Weil wir stellen uns auch gerade die Frage, müssen wir unseren 1000-seitigen Katalog jedes Jahr noch drucken? 40.000 Auflage, macht es noch Sinn? Und wir haben eine Studie bei uns, bei unseren Top-Handwerkern gemacht, also wirklich Kunden, die nur unsere Produkte kaufen. Da hatten wir 40 Handwerker bei uns und wir haben die gefragt. Und das waren Leute von Anfang 20 bis über 60. Und wir haben die gefragt, braucht ihr von uns einen gedruckten Katalog? Und 38 haben gesagt, ja, brauchen wir, ansonsten können wir euch nicht verkaufen. Also das ist ganz individuell nach vorne. Das ist das, was ich vorhin auch deutlich machen wollte. Das muss man ganz unternehmens- und marktspezifisch betrachten. Und das kann man nicht pauschal. Was macht das Ganze? Da auch nochmal hin, also dass man das auch wirklich sehen kann. Geht es jetzt hier um einen Hersteller, der was verkaufen will? Wir fragen Branchen ab, wir fragen Direktvertrieb oder über Handelsnetzwerke. Und, da werden wir also, als Konsument in der Studie befragt. Machen Sie sie gleich mal schnell, dann können wir vielleicht... Die Wirkung von Print ist ja das eine, das andere ist ja, dass gerade Print im Moment sehr, sehr stark auch
unter der Klimadebatte leidet. Also wird ja gesagt, Papier ist wahnsinnig, ist ja auch natürlich energieintensiv, Papier herzustellen, das ist schon richtig. Wird das in der Studie irgendwie auch mit abgefragt, weil es ja schon auch dazu sozusagen Schlaglicht wäre. Was denken denn eigentlich die Nutzer oder die Produzenten oder die, die sich inzwischen Bereichen damit beschäftigen über dieses Thema? Weil, also ich, nur das eine Thema, packen wir Packages in Papier oder in Folie, völliger Schwachsinn, dass das in Papier gemacht wird, obwohl es angeblich ja ökologischer wäre, weil das Papier sich natürlich zersetzt ist. Und die Frage, wie bleibt man das auch lieben und in welchen Ländern das beobachtet. Aber es wäre nochmal interessant, ob Ihre Studie dazu eine Frage hat. Also es geht ein Stück weit auf jeden Fall um Versachlichung dieses Themas, weil häufig wird nur ein Teilaspekt betrachtet. Ja, wie Sie sagen, völliger Schwachsinn, Dinge in Papier zu verpacken. An mancher Stelle, wenn man die gesamte Ökobilanz betrachtet. Und bei Print sind wir uns, glaube ich, alle einig, riesig fette Publikationen, die für alle gleich sind, die wird es auf Sicht nicht mehr geben. Ja, also die Tonnen von Papier, zielgruppengerecht, kleinere Mengen, machen aber Sinn und haben ja auch messbar hohe, hohe Erfolgsquoten. Höhere Erfolgsquoten, als man sie dann online in Teilen hat. Und wenn man das alles mit betrachtet, dann kriegt man eine andere Sichtweise auf das Thema. Und darum geht es uns, das Ganze, die Diskussion auch zu objektivieren. Ja, trotzdem muss jeder seine Haltung drin finden. Ja, und es wird trotzdem Menschen geben, die sagen, nein, kein Papier mehr, habe ich als Grundhaltung. Ja, okay. Ja, aber primär geht es um Versachlichung. Ja. In den heutigen Zeiten, wo wir alle versuchen, in den Kopf der Kunden reinzugucken, kann man doch im CRM-System immer hinterlegen, Kunden möchte Papierkatalog, möchte Fachbroschüren, möchte nur Online-Kommunikation per E-Mail oder per Broschüre. Das kann man alles wunderbar abfragen, weil heutzutage, wenn man irgendjemand per E-Mail anschreiben will, muss man jeden Double Opt-in abfragen vorher, sonst darf man ihn gar nicht mehr schicken. Ja. Dann ist doch das Thema eigentlich schon klar. Bei uns stellt sich ja also nur die Frage, ja, umstellen von Gesamtkatalog, den man dann mit 45.000 Stück durch die Gegend schickt, in ganz Europa, oder nur wirklich zielgruppengerecht. Aber ich sag mal, selbst wenn irgendwann die Entscheidung dahin geht, wir brauchen keine Papierkataloge mehr, sehe ich trotzdem bei uns im Unternehmen immer noch die Geschichte, dass man die Vorstufe, sag ich mal, um so eine redaktionell aufbereitete Seite zu erlangen, muss ich ja Technik haben, mit InDesign oder mit Templates Seiten generieren und kann die ja trotzdem digital ausspielen. Das heißt, ob es letztendlich auf Papier landet oder nicht, aber der Weg davor, der wird uns wahrscheinlich noch 10, 15, 20 Jahre und länger begleiten. Web to Print wäre vielleicht eine Möglichkeit, das irgendwann auszuspielen oder zu ersetzen. Aber ich sag mal, wir haben auch festgestellt, wir arbeiten auch international, im Nahen Osten brauchen wir mit PDFs nicht ankommen. Mhm. Da geht ohne Katalog oder ohne Broschüren gar nichts. Das heißt, es gibt auch, also es zahlt ein auf etwas, was wir in einem Interview auch schon gehört haben, es gibt nicht die eine Lösung, sondern jeder wird gehalten zu schauen, wie lassen sich seine Kunden einteilen in Personas, in Zielgruppen und welche Bedürfnisse sind innerhalb der Customer Journey an welcher Stelle vorhanden und wann kann ich Papier optimal einsetzen und wann besser ein elektronisches Medium. Ja. Ich denke mal, es wird später deutlich mehr in Richtung Digitaldruck gehen, auch wegen Personalisierung, zielgruppengerechter Reduzierung, dass man sagt, okay, wir denken, das ist gar nicht interessant, dann lassen wir die raus, dass man dann aber dann wieder drucken lässt. Aber das Druckverfahren hat jetzt gar keine Rolle. Also es geht ja jetzt nur darum, Informationen auf Papier zu bringen oder eben nicht. Welches Verfahren, das ist keine Rolle. Aber noch mal ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch mal darauf eingehend. Im CRM-System kann man das alles abbilden, welche Bedarfe der Kunde hat. Aber ich würde mich ja freuen, wenn wir viel mehr Informationen, die der Kunde wirklich braucht, im CRM-System ablegen würden. Das sind ja, würde ich sagen, die Basisinformationen. Welche Medienkanäle bevorzugt er? Aber welche Bedarfe hat er wirklich? Also neben dem Kaufverhalten, was umtreibt ihn? Was wünscht er sich? Womit kann ich ihn auch begeistern? Wie kann ich mal einen Wow-Effekt auslösen? All das sind ja Dinge,
mit denen ich wieder meine Marke, mein Produktimage nach vorne bringen kann, wenn ich ihn einfach mal überrasche. Kann aber nur überraschen, wenn ich weiß, worauf er eigentlich wartet. Und das heißt aber, dass Marketing und Vertrieb wesentlich enger miteinander zusammenarbeiten müssen und ein gleiches Mindset fahren müssen. Nur dann werden sie das als Unternehmen schaffen. Und das ist mein Wunsch, dass das irgendwann in Erfüllung geht, dass wir wirklich diese Leidenschaft auf beiden Seiten leben. Ja, Sie haben das gerade so schön gesagt, Leidenschaft und Marke. Ne? Also im Grunde genommen stellt sich auch die Frage, in welcher Frequenz möchte ich denn überhaupt über Papier angesprochen werden? Also ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass alle noch lesen, und zwar egal wie alt die sind. Also diese freche These stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Und da stellt sich mir die Frage, brauche ich denn eigentlich überhaupt ein Medium, was rein vertriebsgesteuert ist? Brauche ich eigentlich nicht. Also das wäre jetzt auch meine These, da gehe ich nämlich online, da bin ich viel besser unterwegs und weiß auch die Warenverfügbarkeit da. Aber wenn ich meine Marke nach vorne bringen will, warum erzähle ich nicht nur Geschichten? Warum bringe ich vielleicht auch mal einen Katalog nur alle 2 Jahre raus, um damit sozusagen eine vertrauensbildende Maßnahme zu haben und habe vielleicht noch nicht mal irgendeinen Preis? Ich glaube, Saturn oder irgendein Mediamarkt oder so, die haben das gemacht, da steht noch nicht mal drauf, aus welchen Unternehmen sie kommen, und trotzdem schaffen sie es quasi, die Kunden, die Läden können besser verkaufen als ein Katalog. Wie gesagt, online kann es sowieso besser. Also insofern diese Frage der Frequenz von Anstößen und was die mir eigentlich als Mehrwert bieten sollen. Ne? Also der Mehrwert kann unmöglich sein, ich habe ein Foto und einen Preis und eine Bestellung. Also das ist kein Mehrwert, das ist, weiß nicht, was das ist. Aber ne, also das ist für mich eine, glaube ich, der größten Fragen, die ich mir stellen würde, wenn ich in Zukunft über die Frage von Print oder Nicht-Print nachdenken Aber auch, und das haben Sie gerade schon angesprochen, eben auch sich bewusst zu machen, dass Produktkommunikation immer in Balance gebracht werden muss mit der Marke. Also Marke und Produktimage, die müssen miteinander spielen. Das ist ein strategisches Narrativ, das Sie austragen müssen, mit dem Sie spielen müssen. Und dann, klar, gehört das Storytelling dazu. Aber ich glaube, das sind zwei Gewichte, die man bisher verdrängt hat in vielen Fällen. Und dann ist es sicherlich immer individuell, an welcher Stelle ich mit welchem Medium meinen Kunden erreiche. Also ich möchte vermeiden, dass wir perspektivisch weiter die technischen Möglichkeiten ausspielen, die wir alle haben, die wir heute haben, die wir perspektivisch haben, ohne strategisch mit den Themen umzugehen, um wirklich ohne das wirklich sinnvoll im Bedarf, im Sinne des Kunden zu orchestrieren. Und wir pushen heute raus und kommunizieren redundanten Content, der keinem hilft. Also wie führe ich ihn wirklich, wenn wir diesen Kaufentscheidungsprozess sehen, wie führe ich ihn und wie halte ich ihn, wie lasse ich ihn nicht mehr von alleine? Das sind die Dinge, die... Was kein Kunde gerne hört, ja. Okay. Gut, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir müssen abbrechen. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung, für die Diskussion. Ja. Die hilft uns definitiv weiter. Sie helfen uns weiter. Jetzt sage ich zum letzten Mal, wenn Sie an der Befragung teilnehmen, dann bin ich auch still. Wir sind heute den ganzen Tag da, also gerne auch für vertiefende Gespräche. Ja, auch gerne Gespräche im Nachgang. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.